Wunderschönen guten Tag. Irgendwas scheint hier seltsam zu sein. Schon wieder Mary Jane und Ted. Und damit willkommen zurück. 60 Seconds. Survival-Runde. Das heißt, es gab keine 60 Sekunden. Ihr kennt das ja schon. Wunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Bei mir ist es Freitagabend. Das heißt, sehr aktuelle Folge. Und für all diejenigen, die 60 Seconds gerne sehen, gleich die Info. Ab nächster Woche wird es reduziert. Sechsmal die Woche 60 Seconds. Sind mir A zu viele Sechser und B ist es mir ein bisschen zu hart, das Ganze zu realisieren mit drei Videos am Tag und das Bearbeiten etc. Speziell, weil zwei neue Sachen dazukommen sollen. Eine Kleinigkeit, bei der wir erstmal sehen müssen, wie es ankommt, und eine etwas neue, eine etwas größere Geschichte in Anführungszeichen, die mit Town of Salem zu tun hat. Da kommt es drauf an, wann der Jacko Zeit dafür hat. Und das wird dann dementsprechend eingeführt und dann wird das mit 60 Seconds ein bisschen schwierig, vor allem weil A, 60 Seconds eh nicht so gerne inzwischen mehr geschaut wird. Luft scheint ein bisschen raus zu sein und B, vor allen Dingen beim Survival Mode. Also stellt euch darauf ein, drei, maximal viermal die Woche. Wenn es dreimal die Woche ist, wird es zweimal der Apokalypse-Modus sein und einmal eben der Survival-Mode. So, nun zur aktuellen Situation. Wir haben eine Map, ein Radio, wie gesagt, Mary Jane, Ted, zwei Essen, drei Wasser, das Bugspray sowie Karten. Ist okay. Können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Gerade das Wasser sollte für eine Zeit lang reichen. Wir können hieraus im Notfall Erste-Hilfe-Kit machen oder wir können die Kakerlaken loswerden, wenn es sein muss. Wir haben das Radio dabei, was auch schon mal wichtig ist. Ja, Wasserrationierung ist wichtig und extravagantes Essen kann auch eine Dose Suppe sein, wenn sie denn, wenn man nicht viel zu essen hat. Gibt erstmal nichts, kennen wir schon. Und das Überleben hier unten ist nicht so wie ein Spaziergang durch den Park. Es wird nicht einfacher. Wir hoffen, dass wir es bald hinter uns haben. Wir werden sicherlich mit gefährlichen Situationen konfrontiert werden, was man sich niemals gedacht hätte. Ja, wir werden sehen, wie gefährlich es auf jeden Fall wird. Man fühlt sich am Morgen ein bisschen hoffnungslos, aber wir müssen uns zusammenreißen, damit wir optimistisch bleiben. Die Army kann nicht weit genug weg, kann nicht weit weg sein. Kann gar nicht weit genug weg sein, das macht wenig Sinn in so einer Situation. Gut, Mary Jane und Ted haben keine Probleme, das ist normal an Tag 2. Und deswegen geht's weiter. Wir müssen auch keinen Ausflug riskieren, weil die Gefahr zu groß ist, dass wir was verlieren. Wir waren, sind aufgestanden, wir fühlten uns ein bisschen unwohl. Irgendjemand beobachtet uns. Wir können schwören, da war eine Bewegung in den Schatten. Wir sollen da auf jeden Fall hingehen. Wir müssen zeigen, wer der Boss ist. Können wir nicht. Weder Axt noch Feuerkraft. Ja, und das war ein Fehler. Jetzt ist uns nämlich eine Dose abhanden gekommen hier. Weg ist sie. Als wir rumgelaufen sind im Dunkel, rumgelaufen sind und versucht haben, dieses Vieh zu erwischen, ist eine der Dosen runtergefallen, kaputt gegangen. Ja, wie passt dieser Teufel nur in einen dieser kleinen Löcher? Man weiß es nicht. Ted und Mary Jane würden gerne was trinken. Wir zögern es noch ein bisschen raus. Kennen wir auch schon. Die radioaktive Sickness wollen wir nicht. Wir wollten schon immer eine Party schmeißen, wo es einen großen Kuchen gibt. Allerdings hat das nie funktioniert. Der Kuchen wurde uns einmal versprochen, aber es war eine Lüge. Ich weiß, ich bin da sicherlich ein Noob. Aber ich habe keine Ahnung, worauf das eine Referenz ist. Und deswegen muss ich ganz kurz mal schnell googeln. Aus Portal. Alles klar. Habe ich nie gespielt. Tut mir leid für alle diejenigen, die es sofort gewusst haben. Und sagen, lynch den. Könnt ihr versuchen. Ihr wisst nicht, wo ich wohne. Gut. Ja. Das Übliche, sie hat Durst, er hat Durst, beide haben Durst, dann kriegen beide was. Diesmal müssen wir so sein, wir können sie ja nicht quälen. Oh, wir haben im Radio etwas über Supply Tops gehört. Wir sollten vielleicht rausgehen, um es zu versuchen, aber wir haben keine Gasmaske. Ohne Gasmaske ist da leider nichts drin. Da ist Ted eine kleine Pussy, ja, die hat Angst. Luft anhalten geht nicht, wir wissen noch nicht, wo es ist. Den Grund, es war eindeutig zu gefährlich, deswegen haben wir es gelassen. Und wir haben lieber dem statischen Rauschen gehört. Ja. Mary Jane ist nicht besorgt. Sie ist auch ein großes Mädchen. Hier, guck. Bist brav, schaffst das schon. Und keine Probleme bei Ted. Das heißt, wir haben ja auch Ruhe.
Right now is unsafe, unless you don't mind getting sick. Das heißt, wir sollen wohl warten. Es haben wir Erdbeben. Was retten wir nur? Oh mein Gott, schwere Entscheidung. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme das Radio. Puh, Radio gerettet. Das war aber knapp. Ja. Erdbeben oder nicht? Nichts wird sich zwischen uns und dem Radio statischen Rauschen hier stellen. So sieht es aber auch sein. Wir haben es auf jeden Fall gerade noch fangen können, bevor es runtergefallen und kaputt gegangen wäre. Frage ist, warum hat man sich eh gleich unten gelassen? Egal. Es ist sehr imposant, wie gut Mary Jane die ganze Situation hier handelt. Finde ich schön. Der Vater geht aber auch gut als gutes Vorbild voran. Bei ihm auch keine Probleme. Sehr, sehr gut. Ausflug geht immer noch nicht. Weil ist doof. Immer noch wegen Krankheit. Wir haben nicht geduscht. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Bugspray nutzen oder nicht? Ich denke ja. Ich nutze es mal direkt, weil dieses Ding kann auch Krankheiten verursachen. Und das ist ein bisschen problematisch. Ich muss halt ganz kurz mal dem Jacko schreiben. Ich habe mir so eine neue Tastatur. Yeah! Kam übrigens schon Mittwochmorgen, hat mich überrascht. Ursprünglich sollte das nämlich Donnerstag kommen. Ich das gewusst, hätte ich keine Übergangstastatur gebraucht. Ich musste mich eine holen für die Aufnahme 7 Days. Und davor war es echt blöd, mit der Bildschirmtastatur längere Texte zu schreiben. Habt ihr es mal versucht? Immer mit der Maus? So ärgerlich. Egal. Wir haben einen guten Verwendungszweck für dieses Spray gefunden. Es riecht nicht mehr ganz so schlimm. Ist doch schon ganz gut. Mary Jane wird hungrig und sollte was trinken. Ted braucht nur was zu trinken. Wir warten noch einen Tag. Danach kriegt ihr beides, sehr wahrscheinlich. Ja, wer hätte wohl gedacht, hier, nee. So bitte, you know, see naked walls, not much necessary for an explosion. Nein, wir haben gestritten wie die Verrückten. Wir dachten, dass diese Explosion eigentlich, diese Streitigkeiten für ein und alle Mal aus der Welt blasen würde. Blast, wisst ihr? Na, wie lustig. Na egal. Mary Jane hungrig und durstig. Das gleiche gilt auch für Ted. Die kriegen beides. Trips to the surface are a big risk to our health right now. Dann warten wir. Und wir haben ein Tripping Sound, also ein Tropfgeräusch gehört. Irgendwas Grünes fließt da rum. Wir könnten uns entscheiden, was wir retten, aber wir haben nichts zum Retten da, also retten wir auch nichts. Da sind wir eiskalt. Da sage ich mir, nee, wir retten nichts. Fertig. Ja, wir wussten nicht, was es ist. Mary Jane sollte was essen. Ted geht's gut. Schön. Mary Jane muss noch warten. Ring, ring. There we were thinking we would never hear a telephone signal again. Ja, es klingelt halt am Telefon. Wir gehen hin, es wird sicherlich ein Telefonstreich sein. Mary Jane soll mal gucken gehen. Ist wieder da. Und ja. We got the phone both without any unexpected surprises and answered the phone quickly. Nein, wir haben eine Stimme gehört. Excited, that is until we realized it was a pre-recorded sales message for canned tomato soup. Also wir sind da hingegangen und haben uns gefreut, dass wir mal eine Stimme hören, aber dann stellt mir fest, es ist eine aufgenommene Verkaufsansage gewesen für Tomatensuppe in Dosen. Yay! Mary Jane kam gut zurück. Seems fine today. Hopefully it will stay that way. Das heißt, sie hat jetzt keinen Hunger mehr. Cool. Sehr, sehr schön. Nichts Neues bei Ted. Wir müssen auf jeden Fall bald rausgehen, weil wir haben nicht mehr viel Essen und Trinken. Wir machen mal einen Ausflug am nächsten Tag. Es wäre eine gute Idee, mal rauszugehen. Und dann hat uns was aus der Dunkelheit angestarrt. Es ist der Hund. Wir können aber nichts tun, weil wir haben wieder weder Taschenlampe, um nachzugucken, noch eine Waffe, um ihn zu verscheuchen, etc. Das ist halt ärgerlich. Es war auch zu riskant, das muss man auch so sehen. Mary Jane immer noch sehr imposant. Ted ist durstig, der wartet noch einen Tag. Fearing for the explosion since yesterday and feel ready to right now to go right now. Ja, wir schicken Mary Jane. Hoffentlich kommt sie diesmal wieder. Verschwindet nicht einfach ohne ihren Vater.
Ted sollte was trinken. Da warten wir noch mal ganz kurz einen Tag. Und wir hören Radio, weil wir müssen ja wissen, was es in der schönen neuen Welt so zu hören gibt. Vielleicht neue Musik. Und was findest du? Wir haben ein schwaches Signal vom Regierungsnotfallservice gehört. Und was ist es? Der Fallout ist zum größten Teil weg. Es ist sicherer rauszugehen. Ted hat Hunger und Durst. Du kriegst jetzt auch beides. Und das Gute ist, wir könnten vielleicht Glück haben, dass Mary Jane sogar schon draußen ist und es gut läuft. So, solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten eingeschlossen bleiben. Und wir müssen nur ab und zu eventuell mal das Ding verlassen. Es wäre auf jeden Fall gut, auf Sicherheit zu gehen. Anstatt uns immer selbst in irgendwelche problematischen Situationen zu bringen, das ist klar. Unsere Hoffnung sind die tapferen Soldaten, dass die uns retten werden in diesen und dann uns in einen wohl versteckten, gut ausgerüsteten Regierungsbunker zu bringen. Timmy hatte Comics darüber und wir wissen, sie müssen existieren. Ja, was wir brauchen, ist natürlich Kontakt zum Militär und aus dem Grund hören wir Radio. So, viel Palaver für wenig Text. Sehr schön. Wir wussten es, die Regierung ist nicht zusammengestürzt, sie retten uns, also sie kommen, um uns zu retten. Es gab zwar kein genaues Datum, aber es kann sich nur noch um ein paar Tage handeln. Nein, sie werden in ein paar Tagen wieder Kontakt aufnehmen und sollen auf weitere Instruktionen warten. Schön. Wir haben wieder hier diesen Trailer, der gerne Munition hätte, haben wir nicht, ignorieren wir gekonnt. Mary Jane ist wieder da und sie ist krank. Hat aber Trinken und Essen mitgebracht, das ist gut. Und das Erste-Hilfe-Kit, das heißt, sie können es ihr auch gleich geben. So, der Fremde war auf jeden Fall sehr enttäuscht, das tut mir leid. Nichts hat uns glücklicher gemacht, als die Rückkehr von Mary Jane zu sehen. Wir sind rausgerannt into airdrop crates during our expedition. Also es war ein Airdrop, dass wir draußen waren. Wir sind hingelaufen. Thank you to President Fonda. Präsident Fonda hat hier die organisierte organisierte Abwerfen für Survivor organisiert. Sehr toll. Ihr wisst schon, was ich meine. Es war ein Essensdrop, genau das, was wir gebraucht haben. Was haben sie runtergeschmissen? Brot, Käse, Fleisch, Schokolade. Nein, Tomatensuppe. Hooray! Hooray! Ja. Manche haben vergessen, dass in diese Dinger eben auch Wasser gefüllt ist und die haben sie nicht aufgefangen durch Fallschirme oder so. Das heißt, sie sind einfach runtergestürzt und deswegen kaputt gegangen. Ein paar haben es überlebt, zwei Stück, die haben wir mitgenommen. Und jede respektable und verantwortungsbewusste Familie braucht natürlich ein Erste-Hilfe-Kit aus dem mit ein paar hochqualitativen Medikamenten. Weil wir da halt langsam aber sicher keine mehr hatten. Wir hatten nie welche. Haben wir sie mitgenommen. Sehr schön. Außerdem haben wir noch eine Feuerachse. Das ist sehr gut. Mary Jane ist hungrig, durstig und krank. Wir geben ihr alles. Hab Spaß. Damit du nicht schnell wieder fit wirst. The state of wasting is being unknown to us. Maybe mystic. Ja, man lebt nur einmal. Playing a game. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, mal ein bisschen Spiele zu spielen. Ansonsten wird man verrückt. Ich werde als nächstes natürlich dann Ted rausschicken. Denke ich mal. Weil Mary Jane ist auch noch müde. Und hungrig. Ja. Wir haben Szenen aus unserem Lieblingsfilm nachgespielt. Und irgendwie kam immer wieder auf den Humphrey Bogart Film. Mary Jane hat Hunger. Es geht ihr sonst ganz gut. Und Ted hätte gern was zu trinken. Bist du erholt? Nee, du bist tired. Mary Jane hat Hunger. Du hast Durst. So. Du gehst raus. Auf geht's, Ted. Bring deiner Familie was mit. Was zum Spielen. Und was zum Essen. Und eine Überraschung. Mary Jane sollte wieder was essen. Geben wir ihr auch. Aber kein Wasser, oder? Bist du durstig? Nein. Ich will, dass er relativ schnell wieder fit wird. Dass wir sie im Notfall rausschicken können. So. Toll. Das finde ich seltsam. Wir haben sie ja quasi schon mit Erste-Hilfe-Zeug bombardiert, um damit sie wieder fit wird. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie auch Verbandsmaterial gebraucht haben für die Erkältung. Also eigentlich müsste sie noch da sein, liegt ja auch hier. Wir werden sie natürlich jetzt mit der Axt damit operieren, in Anführungszeichen, mit einer erhitzten Axt vorne, wie heißt gleich? Ich weiß nicht mehr, wie das scharfe Ende einer Axt heißt. Platte?
weiß es nicht. Wir haben die jetzt kaputt gemacht dadurch. Sieht auf jeden Fall jetzt fitter aus, in Anführungszeichen. Mary Jane hat immer noch Hunger. Und was zu trinken. Da. Nee, wir zocken nicht. Auch das Kind zockt nicht. Es ist ein verantwortungsvoller Teenager. Oder eine verantwortungsvolle Teenagerin, um genau zu sein. Mary Jane ist sehr verantwortungsvoll und aus dem Grund spielt sie auch nicht. Und was für ein Vorbild wäre sie auch für die Kinder? Geht ja auch nicht. So, wir sind sehr stolz drauf, wie toll Mary Jane die Situation hier handelt. Sie ist immer noch müde. Das heißt, wir können eh nichts tun. Das heißt, wir müssen warten, ob Ted was mitbringt. Er kommt wieder, das ist sehr gut. Ist auch nur müde, wenn ich das richtig sehe. Und hungrig, sehr schön. Bissi was zu trinken, bissi was zu essen. Ted ist wieder da. We're not alone outside the shelter. At first it seemed like the creature stalking us with itself a tasty dinner. To relief it turned out. Es war wieder ein freundlicher Affe. Haben wir letztens auch gehabt. Ich glaube auch im Survival Mode. Als wir durch die Straße rumgelaufen sind, ist der Hase. Ist der Affe weggerannt. Und kam mit Dosenfutter wieder. Er konnte es nicht öffnen, war aber sehr glücklich, uns was abzugeben. Dann hat der Affe auch noch angefangen, irgendwelche seltsamen Geräusche zu machen und hat ein Loch mit einem Stock gemacht. Danach haben wir herausgefunden, es ist Wasser. Sehr schön. Niemand hat versucht, es jemals zu öffnen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch Wasser gefunden, dank dem Affen. Ist übrigens sehr interessant. Gibt es in der Wüste wirklich die Einwohner in der Wüste, wenn sie eben unterwegs sind, nicht wissen, wo Wasser ist, fangen sie einen Affen, weil das sehr neugierige Tiere sind, geben ihnen dann ein Stück Salz, damit er ganz viel isst, dann warten sie einen Tag, dann lassen sie den Affen los, dann rennt er nämlich zu einem Wasserloch, das für sie geheim ist, das nur die Affen kennen, und dann folgt der Mensch ihnen. Ansonsten wären die Affen zu vorsichtig und würden keinen Menschen in die Nähe bringen, oder kein anderes Tier auch in die Nähe bringen. Sehr interessant. Mary Jane hat keine Probleme. Ted ist hungrig und müde. Ted ist hungrig. Dann kriegst du was. Ich würde sagen, wir warten auch vorerst. Bis wir wieder rausgehen. Wir sind ja relativ gut ausgestattet. Aber das Militär kommt dazwischen. Haben uns gerade eine Nachricht durchgegeben. Sie bräuchten ein paar Sachen. Zuerst einmal... Uns wurden Koordinaten gegeben. Das machen wir natürlich. Auf geht's. Macht euch auf den Weg. Sind sowieso beide müde, wird eh keinen rausschicken können. Ja, sieht auch noch müde aus, ja. Durstig, hungrig und müde. Ja, kurzer Blick hat uns gezeigt, was wir alles wissen müssen. Wir haben eine Nachricht in einer Flasche hinterlassen. Mary Jane braucht Wasser. Beide brauchen Wasser. Er braucht was zu essen. Ausflug geht sowieso nicht. Ja, jetzt bräuchten wir im Prinzip ein paar Schlaftabletten, damit sie nicht verrückt werden. Können wir leider nicht machen, weil wir keinen Medikit haben. Ich hoffe, dass sie nicht verrückt werden zu schnell. Du bist noch hungrig, alles klar. Ja, wie immer ignorieren wir tapfer unsere Symptome und lassen einfach mal gucken, was passiert. Mary Jane geht es inzwischen besser. Ausflug ist immer noch nicht möglich. Wir sind nicht alleine, da sind haarige, große, hasenartige Viecher, die rumspringen. Wir müssen sie töten, können wir nicht. Wir haben die Axt gebraucht, um Mary Jane zu verstümmeln. Oh, das hat uns ganz schön was an Essen gekostet. Tja, wieder eine Essensdose weg. Ted hat immer noch Hunger, Mary Jane macht keine Probleme. Sie müssen doch bald wieder rausgehen. Die müssen sich mal erholen. Ausschlafen, genau zu sein. Nicht erholen. Die sind ja einigermaßen fit. Das Problem ist eher die... Ja, der Erschöpfungsgrad der beiden. Beide sind durstig und müde. Ärgerlich. Trinkt was. Und wir müssen hoffen. Oh nein, eine geheime Tür. Wir können sie ja nicht inspizieren. Und aus dem Grund lassen wir es auch. Ich würde halt wirklich gerne mal einen Run hinkriegen, wo ich alles Mögliche hinkriege. Alles, was ich brauche. Viel Essen, viel Trinken, Medikamente etc. pp. Manche Sachen bleiben lieber unberührt. So ist es auch mit dieser Tür. Wir haben Angst, was dahinter ist. Mary Jane ist hungrig. Ted hat mal kein Problem. Außer, dass er müde ist. Gemeinsam essen können sie auch nicht, ja? Nein, nicht beide, nur du. Gemeinsam essen können sie nicht. Wurden wohl nicht gut erzogen. Ich meine, wenn man schon in so einem kleinen
Bunker ist, kann man auch gemeinsam essen, oder? Naja. Mary Jane hat keine Probleme. Ted ist auch ohne Probleme aktuell. Ausflug geht immer noch nicht. So, die kleinen Leben im Le die kleinen Momente im Leben erfreuen, das ist wichtig. Und zwar in jeder Situation. Mary Jane hat wieder mal einen Samen gefunden, den sie gerne anpflanzen würde. Nee, machen wir nicht. Gibt keinen Garten. Zum einen würde das eine Wasserflasche kosten. Zum anderen könnte da eine fleischfressende Pflanze rauskommen, die uns verletzt. Oh, guck mal, ein Huhn auf der Stange. Durstig, verrückt und müde und erschöpft. Sehr schön. Hätte ich das mal gemacht. Ja, Mary Jane hat es wohl ein bisschen härter mitgenommen, als wir dachten. Sie war wirklich sehr emotional und hat Balance. Crowing ist Balance. Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Pflanzending untersucht. Toll. Beide durstig. Du bist nicht hungrig, oder? Verrückt, erschöpft und so. Ja. Jetzt müssen wir als nächstes auf jeden Fall Ted rausschicken, wenn denn möglich. So, die Armee kommt noch nicht. Naja, sie hoffen aber, dass wir helfen können beim Bäume fällen. Geht nicht, wir haben keine Axt. Ich warte nur drauf, bis das erste Mal Banditen kommen. Denn sobald die da sind, sind wir am Ende. Wir können nichts tun. Da, wir sind keine Holzhacker hier. Geht gar nicht. Vielleicht ein andermal. Mary Jane ist mental nicht wirklich stabil aktuell. Nicht auf der Höhe. Und dementsprechend geht es einfach weiter. Ja. Überleben ist wie immer sehr schwierig unter diesen Umständen. Aber wir müssen gucken, dass es irgendwie klappt. Er wird auch nicht wieder gut hier. Der bleibt einfach dauerhaft erschöpft. In einem kleinen Bunker festgehalten zu werden, macht einen ein bisschen apathisch. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verrückt werden. Mary Jane agiert schon sehr verrückt. Allerdings, Ted geht's noch gut, das ist okay. Ja, es wird immer schwieriger hier drin zu atmen, weil wir nicht duschen sind. Und etwas kaputt ist mit dem Ventilator. Aber wir können nichts machen. Und jetzt. Ja, wir ignorieren einfach jede Probleme mit dem Ventilator oder der Lüftung. Auch wenn es schwierig ist zu atmen. Mary Jane sollte was trinken. Ted sollte was trinken. Und was essen. Wir wissen eh schon, dass wir uns langsam aber sicher Richtung Ende bewegen. Wir können nichts tun. Ich finde das sehr schade. Diese Punkte sind immer ärgerlich. Jetzt wird er auch verrückt. Ja. In einen engen, dunklen Tunnel zu gehen, ist niemals eine gute Idee. Aus dem Grund haben wir auch wieder nicht diese geheime Tür inspiziert. Vor allem, wenn seltsame Geräusche von da kommen. Mary Jane ist hungrig. Ted ist verrückt geworden. Komm, wir hören mal ein bisschen Radio. Erzähl uns mal was Schönes, bitte. Radio. Komm, sag uns was. Nichts, nichts und wieder nichts. Toll. Nur dieses statische Rauschen. Mary Jane sagt, ihr geht's gut. Mentale Probleme werden immer schlimmer. Wir sollten was dagegen tun. Wir können einfach keinen Ausflug machen. Komm, wir sprechen mal mit ihr, weil sie so ruhig ist. Vielleicht bockt sie uns wieder an. Wie ein Huhn. Ist das Bocken? Also nicht Bocken, sondern Bocken. Sie ist nicht mehr verrückt, weil wir mit ihr gesprochen haben. Cool. Also, wenn sich zwei Verrückte unterhalten, wird der eine nicht mehr verrückt. Mary Jane ist durstig. Nichts löst Probleme besser als eine ehrliche Unterhaltung. Jetzt müssten wir halt bald die Chance mal haben, Mary Jane rauszuschicken. Space down here, we can smell everything. Oh, we felt pretty sick, it's a smell. Ja, komm, untersuch mal. Wenn der Gestank von da ekelhaft ist, einfach mal untersuchen. Kann nur gut sein. Ja, Radio ist kaputt, sehr schön. What happened next nearly gave us a heart attack. Some crazy rodent, a reptile or whatever this crazy mad creature was. Leapt out and started jumping all over the damn shelter. Ja, also da kam so ein reptilienartiges Tier raus, ist überall rumgesprungen und hat dabei auch noch das Radio kaputt gemacht, weil wir es nicht fangen konnten. Toll. Nichts Neues bei den anderen beiden. Das heißt, Radio jetzt auch noch kaputt.
Läuft sehr gut. Toll. Perfekt. Dumme Entscheidung. Denken Sie das nächste Mal etwas mehr nach. Ja, nichts ist hier. Wir können vielleicht versuchen, die Nachbarn zu hören. Mary Jane ist keinsterweise irgendwie besorgt. Das ist schon mal gut. Allerdings machen uns Ted's mentale Probleme ein paar Sorgen. Und wir haben uns dann entschieden, eins oder zwei Spiele zu machen. Das erste Spiel, was wir gemacht haben, one was picking the game we are going to play. It took us most of the day and we still haven't made up our minds. Okay, wir konnten uns nicht für ein Spiel entscheiden. Ist immer schwierig. So, was jetzt? Sie ist durstig, er ist durstig, hungrig, verrückt, erschöpft und sonst was. Wir haben uns entschieden, wieder mal ein paar Szenen nachzuspielen. Wir waren wieder Humphrey Bogart Filme. Beide Durst, er hat Hunger. Ausflug geht immer noch nicht. Ja, wir dachten, dass man in der, dass die postapokalyptische Situation ruhig wäre, ja, friedvoll und ruhig, weil ja im Prinzip keine Menschen mehr existieren oder fast keine. Haben wir ja nicht. Es hat geklopft und jemand wollte einen Waterchip haben. Asked us to trade him a Waterchip. A Waterchip? What the hell is that? Wir geben ihr einfach mal Wasser oder denen, mal gucken, was sie uns geben. Wir können eh nicht mehr viel machen. Da die beiden sich nicht mehr erholen, vorerst können wir nicht rausgehen. Eine Gasmaske. Immerhin etwas. Ja. Wir haben ihnen erzählt, dass wir nicht wissen, was ein Waterchip ist, aber wir haben ihnen einfach Wasser gegeben. Dafür gab er uns eine Gasmaske. Mary Jane sollte was essen. Kannst du gerne machen, das ist das letzte Essen. Wir haben auch kein Trinken mehr. Das war halt das Todesurteil, das ist mir klar. Aber wir können eh nichts tun. Mary Jane, she said, it's her birthday, but she doesn't want a gift. Nicht in dieser Situation, nicht in dieser Gesellschaft. Ja, sie ist zu jung. Komm, wir spielen einfach mit ihr. Komm, wir spielen mal mit der armen Mary Jane. Die hat Geburtstag. Immer noch tired. Ja, Mary Jane liebt Karten. Wir dachten, das würde sie ein bisschen mit Solitär beschäftigen. Sie hat aber Kartenlesen bevorzugt. Ja, wenn wir schon nicht rausfinden, was diese Erde zur Hölle gemacht hat, sie wird es vielleicht machen. Es ist besser, die Sache immer ruhig anzugehen. Mary Jane tut das und Teds mentale Probleme machen uns immer noch Sorgen. Ausflug geht immer noch nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ich denke, Tag 40 kriegen wir noch hin. Bald müsste sich Ted verabschieden, weil er verrückt ist. Beide sind durstig. Können wir nicht machen. Ist nichts da. Ausflug geht auch nicht. Es ist sehr unschön. Das Leben hier unten ist wie immer hart. Deswegen habe ich diesen letzten Part auch übersprungen. So. Ah, jetzt sind wir noch erschöpft und durstig. Wir versuchen unser Bestes, um ruhig zu bleiben. Ja, aber es ist halt schwierig. Sie hat sich erholt. Genauso auch Ted. Ja, beide sind kurz vorm Sterben. Vorm Verdursten. Wir werden jetzt auch einen von beiden rausschicken, auch wenn ich weiß, dass es sehr wahrscheinlich nichts bringen wird. Der letzte Teil, den wir eben hatten, war um entfernte Verwandte, an die wir uns jetzt gerne erinnern würden. Wir haben Fotos in Bücher reingetan und wenn ich das Scoutbuch hätte, könnte ich nachschauen. Naja, wir haben aber keine Fotos und deswegen auch keine schönen Gedanken. Beide müssen was trinken, sonst sterben sie. Wir können nichts tun. Ich werde jetzt auch Mary Jane rausschicken. Oder ihn. Ich schicke mal ihn raus. Er ist verrückt, dem wird keiner was tun. Aber ich glaube, das wird sowieso gewesen sein, ja. Das war's. Das war klar. Mary Jane ist abgehauen, weil sie kein Wasser bekommen hat. Ja. Als sie wusste, dass sie kein Wasser kriegen wird, ist sie einfach abgehauen. Das war klar. Rausgerannt und sie sagte, wir werden das bereuen. Und sie wird den Wasser schon irgendwie finden, auf dem einen oder anderen Weg. Wir sind jetzt sehr beängstigt. Natürlich war auch das Ding dann zu Ende, weil als er zurückkam, war sie ja nicht mehr da und dementsprechend war der Shelter leer, wurde eingenommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid auch nächste Woche dabei. Wenn es weitergeht, wann genau, weiß ich nicht. Werdet es sehen. Es wird auf jeden Fall dann wieder abends um 20 Uhr kommen, also ab und zu mal schauen. Wisst ihr ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Bis zum nächsten Mal und ciao.